immer tiefer in die Krise. Real Madrid unterlag dem FC Villarreal trotz eines klaren Chancenvorteils mit 0:1. Die Königlichen verpassten es in der ersten Halbzeit, ein Tor zu schießen und hätten womöglich einen Elfmeter bekommen müssen. Im zweiten Durchgang ließen Qualität wie Intensität der Hausherren deutlich nach, was die Gäste mit ein bisschen Glück zum Sieg nutzen konnten. Die Königlichen um Weltfußballer Cristiano Ronaldo waren in der Pflicht, nur Platz 4 in der Liga, die Tabellenspitze in weite Ferne, die Verfolger so langsam aber sicher im Nacken. Einer dieser Verfolger gastierte am Samstagnachmittag im Estadio Santiago Bernabéu, der sechstplatzierte FC Villarreal. Die Gäste zeigten in der ausgeglichenen Anfangsphase auch direkt, dass sie etwas Zählbares aus Madrid mitnehmen wollten, nach einem zu Recht verwehrten Abseitstreffer von Gareth Bale, 14. Nahmen die Hausherren aber das Zepter in die Hand. Das gelbe U-Boot sah sich bis zum Halbzeitpfiff einem wahren Feuerwerk an Chancen ausgesetzt. Zunächst musste sich Gästekeeper Asenjo strecken, um Marcelos wuchtigen Distanzschuss zu parieren, 19. Dann retteten Trigueros und der Querbalken gegen Cristiano Ronaldos Ideen, 22. Nachdem Nacho gegen Becke in höchster Not die aussichtsreichste Villarreal-Chance des ersten Durchgangs verhinderte, 29. Scheiterte sein portugiesischer Mitspieler abermals nur knapp, 31.32. Brenzlig wurde es besonders nach 36 Minuten, Bale köpfte González aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm, 36. Punkt so auch, als Cristiano Ronaldo beim Torschuss im Strafraum wohl entscheidend gefoult wurde, 45. Punkt der ungleichen Chancenverteilung wollte die Elf von Trainer Kalea zu Beginn der zweiten Hälfte vorbeugen und legte ein anderes Tempo an den Tag. Der eingewechselte Ex-Madrilene Cheryshev schoss aus aussichtsreicher Position knapp vorbei, 48. Beckes Versuch landete im Außennetz, 63. In der Zwischenzeit erarbeitete sich der Rekordmeister zwar wieder seine Chancen heraus, darunter aber keine zwingende. Das minütliche Anstürmen wurde seltener und unstrukturierter, auch die eingewechselten Offensivkräfte Asensio und Vázquez konnten daran nichts ändern. Doch es kam noch dicker für die Gastgeber, nach eigener Ecke lief Real in einen Konter über Cheryshev. Ünal scheiterte noch an Navas, der im Rückraum lauernde Fornals setzte per Traumlupfer den Schlusspunkt, 87. Punkt bitter für Real, Ünal stand bei Cheryshevs Hereingabe im Abseits. Es war Villarreals erster Sieg in Bernabeu. Trotz eines soliden Auftritts der Gäste schlug sich Real Madrid einmal mehr selbst, muss alle Meisterschaftshoffnungen wohl spätestens jetzt ad acta legen und von Spiel zu Spiel zusehen, nicht von einem Champions League-Qualifikationsplatz zu rutschen.
Die nächste Möglichkeit gibt es am Samstag, 16.15 Uhr, gegen Deportivo La Coruña. Villarreal empfängt ebenfalls am Samstag, 18.00 Uhr.